Okay, also das ist jetzt wieder so eine Stelle, wo ich sage, vielleicht probiere ich es noch ein paar Mal, aber dann ist auch Feierabend. Demnächst ist dann sowieso meine Kamera für die Facecam voll. Das heißt, ich kann da eh nicht weitermachen. These axes don't stop. So somehow they managed to conquer perpetual motion. Someone went to a lot of effort to stop people getting in here. Or maybe this is all to stop something getting out? Looks like I'm gonna find out either way. Hopefully we're done with all these ancient undead surprises. Looks promising. Whatever this is protecting must be valuable. Ja. Okay, gespeichert. Ach ja, wisst ihr. Ja, ach Gottchen. Ich kann ja eh nichts machen. Ich habe leider keine Munition mehr, Leute. Ich kann nicht mit euch spielen. So durch. Und ich habe es, wie es aussieht, auch geschafft. Ui. Ja. Ach, Wahnsinn. Wer bist du denn? Der Wahnsinn. Also alles recht hübsch gemacht, ne? Also ich muss schon sagen, also im Großen und Ganzen ist ein super geiles Spiel. Ja, Abwechslung drin, Rätsel ordentlich. Ja, jetzt habe ich das hier in der Hand. Was mache ich damit? So, da bin ich wieder. Ja, Stream habe ich abgebrochen, beziehungsweise ja, war auch schon früh genug am Morgen. Jetzt bin ich hier, nehme den Rest jetzt auf, drum mag es qualitativ eventuell ein bisschen besser aussehen. Was wir jetzt hier feststellen, also ich musste mich jetzt vorher erstmal wieder an die Steuerung so ein kleines bisschen eingewöhnen, weil ich das Spiel ja jetzt monatelang nicht gespielt habe nach dem Stream. Ich habe mich jetzt hier mal so weit ausgerüstet, wie ich das kann. Also ich habe die Pumpgun jetzt da, die Schrotflinte mit, naja, mit zwei Schuss. Man hört auch schon wieder, dass sich da etwas aufhält.
Ich habe jetzt in der rechten Hand eine Taschenlampe. Habe Gott sei Dank noch dreimal Medizin, falls was wäre. Habe ich noch ein Bolzenschussgerät, was mir ja auch gut helfen könnte. Und eben die Schrotflinte. Zu meiner rechten habe ich das Messerchen, die Pistole mit null Munition. Dann diesen, ich muss jetzt gleich nochmal wieder kalibrieren. Hier ist unglaublich. Mache ich am besten jetzt. Naja, ist auch nicht das Nonplusultra, aber es ist ein bisschen besser. Also auf jeden Fall diesen Talisman hier, was auch immer das ist. Und ja, noch drei Sprengsätze, das heißt, ich muss hier noch irgendwo rumsprengen. Keine Munition im AK-47. Das ist schade, das würde mir jetzt wirklich helfen. Egal, wir nehmen das Messer, dass wir wenigstens etwas Waffenähnliches haben. Und da haben wir unsere Pumpgun, ja. Handgelenk ist nach wie vor gebrochen, ja. Es ist halt so. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich hier irgendwie mich langsam... Da hängt auf jeden Fall was an der Decke. Das sehe ich von hier aus schon. Oder jemand. Ich versuche jetzt trotz... Oh. Oh. Oh, das ist aber fein. Da freue ich mich jetzt aber. Aber wie nehme ich das? Wie nehme ich denn was auf? Moment. Ja. Und das ist da eine Fernbedienung. Ah, ein Tonmann. This may be my last message. Ach, ich bin ja doof, Jetzt habe ich das Ding ab. Okay, Moment. Ja. Tonband oder halt Dingsbums. Ist halt auch scheiße, dass ich keine leeren Waffen einfach ablegen kann. Ich brauche das Ding jetzt momentan nicht, die AK-47. Auf jeden Fall rüste ich die aber sofort aus. Radio jetzt abgebrochen. Was ist denn das? Okay, alles klar. Ja. Ich weiß nicht, was das hier soll. Also es sieht auf jeden Fall wie irgendetwas aus, das ich eventuell dahin tun muss. Hier ablegen, was auch immer. Allerdings, ja. So etwas scheine ich nicht bei mir zu tragen. Ne? Also, ähnlich hätte ich höchstens den Talisman, aber ich glaube nicht. Ne, der soll hier nicht hin. Okay, also, Maschinengewehr. Ausgerüstet. Die machen wir da auch mal hin. Obwohl, komm, bevor wir die jetzt wegulzen. Muss echt auch wieder ein bisschen in die Steuerung jetzt reinkommen. Wenn du 6 Stunden lang natürlich streamst, dann hast du das irgendwann im Kopf. Aber jetzt bin ich jetzt gerade mal wieder... Okay, also ich habe... Also es klingt sehr nah, das Ding. Ne? Ich weiß nicht, wo es ist. Vielleicht ist es gut, wenn ich... Das scheint das zu sein. Vielleicht ist es einfach gut... Yes, ist gut. Scheiß die Wand an. Ich weiß nicht, vielleicht ist es eine gute Idee, die einfach da hängen zu lassen. Und... Ui, 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 ui. Okay, nicht schön, aber selten. Ich versuche mal, mich geduckt daran vorbeizubewegen, in der Hoffnung, dass das sich nicht irgendwie mit seinen Beinchen um mich schlingt oder so. Oh. Oh. Ich werde auf jeden Fall versuchen, jetzt hier mal keine Munition an dieses Ding zu verschwenden. Da werde ich jetzt auch keine Munition dran verschwenden, das... Das ist nicht schön, aber das ist jetzt halt mal so. Ja, du bist auf jeden Fall ganz locker drauf, ne? Das darf jetzt nicht wahr sein, oder? Das ist... Hört doch auf! Hört doch auf! Oh.
Okay. Läuft. Ja gut, jetzt habe ich wieder kein Licht, ne? Ich hätte lieber Licht. 22 Schuss noch von 60, ne? Wegen zwei Viechern. Vielleicht wäre es doch gut gewesen, die prophylaktisch einfach mal gezielt, solange die noch da oben hängen, abzuballern. Also sollte ich jetzt sterben, dann kann ich das ja nochmal berücksichtigen. Also etwas ist runtergefallen. Mach dich kaputt, du Arsch! Nee? Alles klar. War das Kabel wieder hinter mich hier? Moment. Alles klar, es ist. Ich geh mal wieder. Aha, da ist was. Also gut. Auf jeden Fall brauche ich mal Dings. Brauche ich das? Ja. Es gibt wahrscheinlich geilere Sachen als das hier mit dem Waffen, ne? Ja gut. Ich werde jetzt hier mal... Naja. Ist ja aufregend. Eine Dreiviertelstunde lang mache ich jetzt hier nichts anderes. Also gut, ja, mir wird auch keine andere Wahl bleiben, als da jetzt runterzugehen, ne? Das ist halt so. Augen hat's ja keine, blenden kann ich's nicht. Es scheint auch irgendetwas Interessantes zu versprühen. Ja. Was? Hä? Was machst du? Der hat irgendwas gesprüht, gespuckt, sonst was. Oh, Sprengstoff. Cool. Hab ich. So. Ich meine, ich muss das irgendwie fernzünden, wenn ich mich recht erinnere, ne? Ja gut, alles klar. Abstand! Ja, wieder das Messerchen, vorsichtshalber. Ich schätze mal, da kommt gleich was. Und hier das Lämpchen. Da wäre jetzt auch die Möglichkeit, lang zu gehen. Ich vermute aber. Ja, schauen wir mal. Also da ist auf alle Fälle was. Nützlich. Na toll. Ah ja. Bin gespannt, was da drin ist. Toll.
sehr schön, aber weiß nicht, soll ich das auf die Dinger schmeißen? Also gut. Auf jeden Fall mal bis dahin, soweit so gut. Da sind sie jetzt wieder an der Decke. Da sind viele an der... Oh Gott, es gibt entweder jetzt richtig, richtig Ärger. Oder aber auch nicht. Ich mache mich mal ein bisschen niedrig. So niedrig wie möglich. Bewege mich auch bewusst langsam, in der Hoffnung, dass die mich nicht... Okay, also wieder Sprengstoff. Ich weiß nicht, was ich mit dem ganzen Sprengstoff noch... Ah ja. Alles klar. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass ich jetzt hier vielleicht irgendwann mal rauskomme. Ich war im Stream eigentlich schon lang genug hier drin. Bin ich der Meinung. Da wäre... Weiß nicht. Wo ist denn jetzt am besten der Wind? Alles klar. Decke kommt runter. Weiß nicht, soll ich da rein? Wahrscheinlich nicht. Ich gucke mir mal ein bisschen um. Also es ist... Ich sehe hier mal nichts Wichtiges rumliegen, munitionsmäßig oder so. Das heißt, ich gehe davon aus, hier links. Ah, guck mal. Aha. Okay, gehst auf jeden Fall mal irgendwo rein. Was haben wir denn da? Das ist nichts, oder? Dieser Arm ist schon lustig, ne? Na egal. Gehen wir mal. Was ist das da? Das sieht. Ach, das ist auch so ein Röhrchen. Okay. This is a World War II sub. U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg. Kann nicht auf dem gleichen Weg hergekommen sein wie die anderen Sachen. There must be a waterway connecting this passage to the sea. Or this island has caved in on itself in the last century. Okay, also es muss irgendwie eine Verbindung zum Meer geben. Anders kann man sich ja nicht vorstellen, dass das Ding hergekommen ist. Ist ja über ein U-Boot, ne? Ist ja kein Luftschiff oder ähnliches. Was haben wir denn da? Oh ja, ich liebe es. Und ich liebe auch da... Oh, ist das Sake? Trinke ich gleich aus. Ja. Was haben wir da? Inventar voll. Aktueller Gegenstand kann... Was? Und das Inventar ist natürlich... Nee, ist es nicht voll. Ein Molotow-Cocktail. Na klasse. Wollen wir jetzt mal nicht. Sturmgewehr mit 60 Schuss. Das wollen wir. Oh, ah, da geht's raus. Okay. Ich mach nochmal ganz, ganz kurz justieren hier. Naja. So gut es geht halt, ne? Macht es Sinn, da hochzuklettern? Frage ich mich. Ernsthaft? Ich denke nicht. Kann auch nicht. Also es wird auch nichts angezeigt, dass man hier klettern muss, kann, soll. Ich entschuldige mich auch jetzt schon dafür, dass ich mich in Zukunft wahrscheinlich noch öfters verdrücken werde. Statt irgendwas Sinnvolles zu machen, werde ich die Waffe wechseln oder den Gegenstand in der Hand. So wie jetzt. Nanu. Nee, doch, oder? Moment. Jetzt will das Ding hier wieder so sowas von mir. Ich hab sowas nicht. Wo soll das herkommen? Muss ich irgendwelchen Viechern die Herzen rausreißen? Was mir keiner gesagt hat. Sonst irgendwas, was ich tun muss, wovon ich nichts weiß. Wie lange ist denn das Nee, da komme ich her. Leck mich am Arsch. Ich komme dann... Jetzt probiere ich es drauf mal.
Nee. Süß. Also gut. Ah, guck mal. Das ist natürlich. Ja. Who puts a rock in a safe? Can't be any ordinary rock. Nee, ist er auch nicht. Wir wissen ja, was das ist. Some kind of strange energy emitting from it. Maybe this has something to do with how this sub got stuck down here. Okay. Da haben wir schon mal einen, den hätten wir ja weiter vorne schon mal gebraucht. Ich frage mich, ob ich mal zurückgehen soll, um zu checken. Ah, nee, oder? Komm, lass mal. So, sehr schön. Zusammenstellung, schwarze Jade ist der Taishan-Jade sehr ähnlich. Ah ja, man scheint sie aber nur auf der Yingzhou-Insel vorzufinden. Beobachtete Erkenntnisse, Spaltungsreaktion. Durch physischen Druck trat aus der Probe atomare Strahlung aus, was auf eine spontane Spaltungsreaktion der unbekannten Elemente im Inneren schließen lässt. Zweitens, Zeitverzerrungseffekt. Während des Experiments trat eine kurze Zeitanomalie im Bereich der Probe auf. Ah, das Gestein schien seinen Glanz wieder zu erlangen und zerbröckelte Steine in der Nähe setzten sich kurzzeitig wieder zusammen. Das könnte eventuell bedeuten, dass ich vielleicht solche Sachen an solche Stellen nachher noch unter Zeitdruck bringen muss, während die Steine in meiner Hand noch fest sind. Schauen wir mal. Der Radius der Reaktion hängt anscheinend von der Größe der Probe ab. Jegliche Krafteinwirkung kann bereits ausreichen, um die Spaltungsreaktion und die darauf folgende temporale Anomalie hervorzurufen. Diese Eigenschaft muss unter entsprechender atomarer Abschottung weiter unter die Lupe genommen. Ich kann das wohl nicht umblättern. Aber ich schätze mal, das wird auch alles gewesen sein. Da wäre ja irgendwie ein Umblätterzeichen gekommen, ne? Also, wir haben jetzt hier dieses Zeugs. Ich nehme an, das ist vielleicht das. Jetzt ist die Frage, lohnenswert zurückzugehen und zu gucken, was das da macht? Vielleicht bin ich dann schon früher aus der Höhle hier raus. Vielleicht. Vielleicht, aber auch nicht. Jetzt hab ich Honk. Ich bin doof, oder? Jetzt habe ich Sturmgewehr hier. Ich wollte es eigentlich rechts haben. Jetzt habe ich alle Schusswaffen hier. Das heißt, ich kann jetzt nicht gleichzeitig schießen und Licht haben. Naja, gut. Höchstens. Man kann die. Ich wüsste nicht, wie ich Gegenstände von links nach rechts tauschen sollte. Oh gut, dass das Ding gleichzeitig eine Taschenlampe hat, das Gewehr. Ja, jetzt ist das hier natürlich kein Stream. Das heißt, ich kann keinen Zuschauer fragen, was soll ich tun? Soll ich zurückgehen mit dem Steinchen? Soll ich ihn da vorne einsetzen? Ich würde jetzt mal sagen, einfach weil es näher ist, setze ich ihn da vorne ein. Dann muss ich aber wahrscheinlich vorher schon, entweder habe ich vorher schon einen übersehen, irgendwo, und der war auch irgendwo in so einem Spind drin, was weiß ich. Oder aber wird man hier jetzt als Spieler tatsächlich vor die Wahl gestellt, zurückzugehen und es da zu probieren. Dann muss ich durch diese, gut, die Höhle ist ja eigentlich frei, ne? Ich mach das. Ich gehe mal zurück. Also in der Hoffnung, dass ich jetzt wirklich daraus einen Vorteil ziehe.